Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem neuen Toy-Review, diesmal mit Transformers Animated Soundwave, der sogenannte Sonic Warrior. Soundwave kennen wir alle. Ich denke einmal, dass jeder ihn auch natürlich aus den anderen Serien bzw. dem Film kennt. Soundwave ist im Normalfall ein Kassettenrekorder bzw. Walkman. Hier ist er ein Fahrzeug. Um etwas zur Geschichte von Soundwave aus der Animated Line zu sagen, Soundwave war eigentlich ein Roboter, der für den Hauptcharakter, einem kleinen Mädchen, quasi gebaut wurde und der durch einen Virus infiziert wurde und dadurch sich immer weiter verwandelt hat. Er wurde immer mehr quasi zu dieser Sound Machine, das heißt einem Roboter, der verschiedene Musikstücke drauf hatte und auch die Leute hypnotisieren konnte, was natürlich ziemlich nach hinten losging. Und seine Schallwellen haben natürlich auch die Autobots stark beschädigt, sie konnten nicht mehr richtig kämpfen, während er da war und so weiter und so fort. Soundwave war allerdings nur in einer einzigen Folge aktiv, was sehr schade war. Er war also nicht im Gefolge von Megatron und das war halt ein bisschen anders im Gegensatz zu den anderen Folgen. Kommen wir jetzt aber allerdings mal erstmal zur Figur. Die Figur wird geliefert mit, ja, man mag es kaum glauben, einer E-Gitarre. Diese E-Gitarre ist quasi Laserbeak, das zeige ich aber später. Die Gitarre kann man quasi wie beim Surfbrett oben auf dem Wagen verstauen und sie hält verdammt gut, was ich auch sehr schön finde. Sie ist selbst gehalten, einfach nur schlicht in Schwarz und Rot. Das heißt kein Grau, kein Weiß, kein gar nichts, einfach Schwarz-Rot. Kommen wir jetzt einfach mal zu Soundwave. Soundwave wird wie alle anderen Soundwave-Figuren in dem typischen Dunkelblau oder auch allgemein Königsblau gehalten und hat aber hier in dieser Version ein sehr stark mintfarbenorientiertes Grün, was eher aussieht wie als wenn, ja, wie kann ich es ein bisschen beschreiben? Ihr kennt doch alle die Farben, die im Dunkeln leuchten. Diese Art von Farbe, so sieht es jedenfalls aus, vom Farbton her. Allerdings leuchtet sie nicht, klar. Soundwave an sich, was sehr schön ist, man sieht an dieser ganzen Figur kleine Details, die in Richtung Soundwave, also ein Kassettenrekorder, wie auch etc. gehen. Man sieht hier vorne einmal quasi die Tasten, wie man sie auch quasi von Soundwave an sich kennt, unten auf seinem Torso. Zurückspulen, vorspulen, Stop, Play und so weiter und so fort. Oben sieht man ganz kurz wie so eine Art Ausschaltsymbol. Und an der Seite, als wenn wie eine Kassette eingelassen wurde, was ich auch sehr schön vom Design her finde. So, die Figur an sich hat vorne noch ein großes Decepticon-Symbol. Auch sehr schön. Es hält auch Bombe, platzt nicht ab, was ich auch sehr schön finde. Und die Scheiben sind in einem, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Art grauen, durchsichtigen Plastik gehalten, was aber allerdings auch ganz leicht grünlich schimmert und wie so eine Art Rauchglas darstellt. Also nicht wirklich durchsichtig. Man sieht an der Seite hier ein bisschen die Mikrochips durchgucken von dem Plastik darunter und das war's. Unten, wie ihr seht, sieht man nichts vom Robotermodus, was ich auch sehr toll finde. Das heißt, keine Arme, keine Beine, alles gut verstaut. Die Figur selbst von der Verwandlung ist relativ simpel gehalten. Als erstes zieht man hier unten die Vorderseite ein bisschen auseinander. Das hat den Grund, hier und hier ist ein kleiner Pin, der hält die Bodenplatte fest. Diese wollen wir natürlich umklappen, dadurch ziehen wir es nach außen, um hier diese Packs quasi zu lösen. Klappen das einmal so hoch, da sehen wir quasi schon den Brustkorb, auch sehr schön gehalten. Dazu aber gleich mehr. Anschließend klappen wir die Hände so nach außen. Nein, jetzt wollen wir natürlich nicht den Schritt überspringen. So, das sind quasi einmal die Arme, die nach außen geklappt sind. Dann klappen wir die mal ganz nach außen. Klappen einmal die Schultern komplett herunter. So.
Dann klappen wir einmal hier dieses Teil einmal zusammen und schieben es einmal nach oben. Und bringen es so oben an dem Brustkorb quasi an. Dann können wir auch schon den Kopf herausklappen. Die Arme einmal hier auseinander, klappt man den Ellenbogen. Hier ebenso. Sieht jetzt natürlich schon ziemlich bullig aus. Jetzt hier oben die Hände einmal rausklappen, die sehr flach sind. Trotzdem sehr schön gehalten. Hat aber auch die Bewandtnis, weil die Figur natürlich in der Serie auch dementsprechend sich wie so ein futuristischer, nein, nicht wirklich futuristischer, eher wie ein klassischer Roboter aus den 80er Jahren bewegt hat. So, anschließend klappt man hier oben die Räder einmal herum. Das sind quasi die Schallwellengeneratoren, die er in der Serie hat, die auch hier oben nochmal angedeutet sind, neben dem Kopf. Anschließend ziehen wir die Füße auseinander, klappen sie so einmal rum, dass sie quasi so seitlich zeigen. Dann klappen wir einmal hier vorne diese Kniepads nach oben. Das gleiche hier. Anschließend klappen wir das Bein einmal so herunter. So. Und drehen den ganzen Körper einmal herum. So. Und drehen anschließend das Bein so herum. Genau. Anschließend klappen wir unten die Füße nach vorne. Die sind nirgendwo zum Einrasten. Einfach nur nach unten zusammenklappen. Und diese Kniepads nach unten zusammenklappen. So, schon sind seine Knie zu sehen. Und schon ist die Figur fertig verwandelt. Soundwave, wie er quasi fertig dort steht. So, gehen wir einmal auf die Details ein. Die Figur hat mehrere, wie ich schon sagte, ja, so Glow-Color-Farben. Anschließend natürlich noch goldene Details an den Beinen. Die Füße hinten, sieht man die Motorhaube sehr schön. Anschließend kann man sagen, die Hände. Die Hände sind sehr dünn. Keine Faust, sondern einfach wirklich nur eine wie ausgestreckte Hand. Die Figur hat selbst am Torso keine große Bemalung. Man sieht jetzt hier außen unten quasi noch wie einen Gürtel angebracht, der allerdings von dem Frontschild gut überdeckt wird. Ja, dann das wie erwähnte Frontschild. Richtig schön auch im Design von dem Kassettenrekorder Soundwave gehalten. Vorne mit der Blende, hier hinter ist dann theoretisch die Kassette zu sehen. Auch hier schön angedeutet mit den kleinen Kreisen hier außen. Seht sie hier. Da ist quasi die Kassette hinter versteckt. Und hier innen drinne sind kleine Striche. Die sollen quasi die sogenannte Beatbox darstellen. Das heißt, in der Serie hatte er quasi hier unten kleine gelbe Striche, die je nach Sound immer wieder nach oben ausgeschlagen sind, wie es meistens natürlich bei Soundanlagen der Fall ist. Die Räder, wie gesagt, auch sehr schön gehalten in dieser Glow-Farbe. Und der Kopf ist ganz schlicht gehalten. Im Animated Look etwas ja, klotzartig, trotzdem sehr schön gehalten. Ihr seht es selbst, sehr weit auseinandergehend, breit. Finde ich jetzt nicht so schön, dass er natürlich hier die Backen quasi so breit gemacht haben. Schöner wäre es gewesen, hätte er einen eckigen Kopf gehabt. Allerdings trotzdem ganz schick gemacht. Vorne das rote Frontvisier. Und ansonsten von der Seite gesehen relativ flach. Er hat, wie gesagt, hier außen die Soundboxen noch einmal angedeutet. Und ja, der Kopf lässt sich um 360 Grad drehen. Die Schulter lässt sich auch um 380 Grad einmal wenden. Lässt sich auch leicht anwinkeln.
Und ja, das Ellenbogengelenk ist auf einem Kugelgelenk, lässt sich natürlich auch schön drehen und auch nach oben falten quasi. Würde ich sowieso zu raten, dann hält der Arm deutlich besser, als wenn man jetzt das Gelenk hier unten lässt und versucht nur hochzudrehen, dann hält es nicht sonderlich. Kniegelenke hat die Figur auch wie jede andere Transformers-Figur. Ganz normal. Man kann hier unten die Füße noch seitlich drehen, was ich auch sehr schick finde, um die Figur etwas breiter hinzustellen. Ist natürlich dann auch möglich. Und ja, die Beine lassen sich ansonsten auch noch drehen. Auch der Torso lässt sich drehen, was ich auch sehr schön finde. Und als nettes Gimmick, wie ich schon sagte, ist Laserbeak als E-Gitarre mit dabei. Diese kann man ihm natürlich auch in die Hand geben. Allerdings habe ich bis jetzt noch keine große Möglichkeit gefunden, die Gitarre auch wirklich fest ihm in die Hand zu geben, dass er sie auch wirklich festhält. Das heißt, theoretisch müsste man sie ihm quasi ja so einfach in die Hand drücken. Man kann höchstens... Ah ja, so, jetzt habe ich es. Doch, habe ich gerade erst gesehen, zu meiner Schande. Man kann ihm die E-Gitarre fest in die Hand geben. Er hat nämlich hier oben kleine Regler. Die zeige ich euch nochmal. Seht ihr? Kleine Regler, wo im Normalfall der Ton der E-Gitarre eingestellt wird. Die kann man eben hier unten in diese Packs stecken. Das heißt, ihr steckt die E-Gitarre einfach so in den Arm. Und schon hat er seine E-Gitarre in der Hand. Sehr, sehr stylisch, wie ich finde. Aber das ist noch nicht alles. Diese E-Gitarre ist natürlich auch gleichzeitig sein getreuer Diener Laserbeak. Auch wenn Laserbeak in dem Sinne nicht in der Serie vorkam, kann man diesen verwandeln, indem man einmal hier oben die E-Gitarre reinschiebt. Das heißt, hier ist eine Verlängerung quasi drin. So, wie gesagt, einmal reinschieben. Dann einmal hier oben den Hals nach unten ziehen. So, soweit es geht. Anschließend hier aufklappen. Und schon habt ihr Laserbeak. Ich stehe einmal kurz zur Seite, damit ihr es richtig seht. Ihr seht, hier unten sind auch, genauso wie bei der klassischen G1-Version, die kleinen Füße. Der Kopf hier vorne, auch sehr schick. Und die Flügel, beziehungsweise dann der Schwanz des Vogels. Finde ich persönlich sehr schick gemacht auf eine Idee her. Und man kann ihm natürlich den jetzt auch in die Hand geben, indem man einfach sagt, okay, wie auf der Packung gezeigt, die ich auch gleich noch zeigen werde. Na, müsst ihr mal stehen bleiben. Kann man ihm Laserbeak dann auch in die Hand geben. So, und schon hält er auch bombenfest in der Hand. Auch ein sehr schönes Beispiel dafür, was man aus der Animated Line damals hat machen können. Mir gefällt die Figur sehr gut. Sehr windschnittig ist Laserbeak und natürlich Soundwave dementsprechend als Roboter. Natürlich hat er auch seinen Ausschalter genauso wie im Original auf dem Rücken. Ja, ganz kurz noch zur Verpackung. Die Verpackung, wie gesagt, ist auch wie jede andere Transformers-Verpackung sehr typisch gehalten. Unten einmal die Figuren, die es auch zu kaufen gibt in dieser Line. Und dann natürlich einmal der Fahrzeugmodus bzw. der Robotermodus. Hier muss ich sagen, ist die Figur fast wie das Original. Das heißt, es gibt relativ wenig, was man hier quasi vergessen hat in Deutschland, was Bemalung etc. angeht. Aber um es euch mal genauer zu zeigen, ihr seht es hier an den Schultern. Die Reifen sind normalerweise Gold. Hier wurden sie in der Mitte einfach schwarz gehalten und in der Mitte mit einem kleinen roten, rot? Nein, blau. Ich glaube, ich werde farbenblind. Mit einem blauen Punkt quasi versehen.
Sieht auch nicht schlecht aus, allerdings muss ich zugeben, wäre das Gold natürlich doch schon ein wenig schöner gewesen. Und auch hier unten im Fahrzeugmodus, man sieht es, normalerweise sind alle Räder golden innen drin. Das ist hier nicht der Fall. Ansonsten ist die Figur 1:1 gehalten wie im Original. Auch Laserbeak hat ansonsten keine Verfärbungen oder Änderungen, was ich wie gesagt auch sehr schön finde. Ja, das war's heute mit unserem neuen Review von Soundwave aus der Transformers Animated Line. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Kritiken, wie immer, einmal bitte in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal bei meinem nächsten Review sehe. Bis später, ich wünsche euch was, euer Rex4.